Ist jetzt unverändert hier zur zweiten Halbzeit bereit. Also, wir sind gespannt, was jetzt besprochen worden ist, was vor allen Dingen auf dem Platz umgesetzt wird, was für uns erkennbar wird. Deutsche Mannschaft in allen Bereichen verbesserungswürdig. Zweite Hälfte läuft. Deutsche Nationalmannschaft jetzt von rechts nach links. Also da hat man dann doch einen ernsthaften Test. Da war der Arm für mich mit im Spiel. Und Schiedsrichterin Dole pfeift Freistoß für die Serbinnen. Janković. Also sind wir doch erstmal alle davon ausgegangen, dass die wahren Tests, was die EM-Form betrifft, erst im nächsten Jahr folgen. Nämlich dann, wenn im Februar dieses angesprochene Vier-Nationen-Turnier in England gespielt wird, gegen so starke Nationen wie England eben, wie Spanien und voraussichtlich die Niederlande. Da haben wir jetzt hier heute schon in Chemnitz einen wirklichen Charaktertest für die deutsche Mannschaft. Denn jetzt geht es darum, auch Widerstände zu überwinden. Damit hat sich diese deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren immer so schwer getan. Wenn so ein Spiel nicht von Anfang an gleich in den Bahnen verläuft, in denen man sich das vorstellt, dann muss was passieren. Dann muss ein Impuls kommen. Jetzt Svenja Huth. Und Abstoß. Noch nicht viel zu tun gehabt. Milica Kostic im Tor der Serbinnen. Ganz sicher auch davon ausgegangen, hier eine Halbzeit lang intensiver beschäftigt zu werden. 23-Jährige von Spartak Subotica, dem Club in Serbien überhaupt, Seriensieger, was die nationale Meisterschaft betrifft. Aber, das haben wir auch gelernt, die heimische Liga, alles andere als professionell aufgestellt. Im Gespräch mit Dina Blagojevic haben wir die Einschätzung bekommen, da kannst du spazieren gehen. So hat sie sich selbst eingeschätzt. Deswegen eben auch die meisten Spielerinnen im Ausland unterwegs. Deutsche Bundesliga in Skandinavien, in Norwegen, in Schweden, aber eben auch in Russland, wie wir gehört haben von Nevina Damjanovic. Deutlich professionellere Ligen, deutlich größere Konkurrenz. Lea Schüller, aber Kostic ist da. Und dann wieder dieser Umschaltmoment über Filipovic. Marujan auch deutlich defensiv stärker gefordert als offensiv. Da haben wir sie, Marujan. Jetzt ist diese Tempoaufnahme, diese Dynamik gefordert. Aber die Zuspiele in die Spitze bleiben fehlerhaft. Svenja Huth. Guter Ball auf Magul. Und da wird dahinterher gestochert. Lea Schüller, Ausgleich in der 49. Spielminute. Gerade haben wir sie noch gelobt. Die serbische Torhüterin kriegt da keinen Arm mehr dran. In dieser Situation, in dieser kurzen Phase der Unkonzentriertheit. Ausgangspunkt die Tempoaufnahme hier von Svenja Huth. Gut in den 16er rein, Direktabnahme, ja. Und das dann noch ein Missverständnis hier. Kostic lässt nach vorn abprallen, der wäre aber noch zu klären gewesen. In dem Moment reagiert Blagojevic zu langsam, die Spielerin von Bayer Leverkusen.
dachte da, dass Kostic noch mal nacharbeitet. Und die deutsche Mannschaft nutzt diesen Fehler. Also, ein Fehler der Serbinnen bringt Deutschland zunächst mal in die Spur. 1-1. Und Lea Schüller beweist einmal mehr, dass sie nicht viele Chancen braucht. Entwickelt sich da zur echten Torjägerin. 16. Länderspieltreffer im 30. Spiel. Nachdem sie ja schon einen Doppelpack am Samstag gegen Bulgarien erzielt hat. Übrigens ja einmal mit 4 Treffern in einem Spiel. Das war gegen Island. Nein, gegen Tschechien war das. Unter Interimstrainer Horst Rubisch. Also, in Durchgang 1 waren die Serbinnen die Frühstarterinnen. Nach dem Wechsel ist es die deutsche Mannschaft. Und dennoch bleiben sie, die Serbinnen, ihrer Marschroute treu, stören früh. Dann aber die Möglichkeit des Überspielens und viel schneller Raumgewinn. Jule Brandt, klasse Kopfball. Und da ist auch Milica Kostic wieder voll auf der Höhe. Stark entschärft. Also mit Druck kriegt sie den da noch auf das Tor. Gut hochgestiegen, Jule Brandt. Die erst 18-jährige Hoffenheimerin hier mit der guten Chance zur deutschen Führung. Debritz, Magul. Also auch in der Zweikampfführung die deutschen Spielerinnen deutlich mehr gefordert als am vergangenen Samstag. Gut so. Bujevic mit Cankovic. Aber Nüsken sucht den Körperkontakt. Bleibt eng dran. Einwurf bleibt Bujevic. So, also das jetzt hier in diesen ersten Minuten der zweiten Hälfte deutlich zu spüren. Deutsche Mannschaft aggressiver gegen den Ball. Kaum noch Zeit zur Ballverarbeitung für die Serbinnen. So muss das sein. Ah, das ging jetzt so schnell. Und jetzt noch mal markiert die Freistoßstelle. Jelena Cankovic. Ganz starker linker Fuß. Aus der Position wird es wohl eine Flanke werden. Gute Strafraumbesetzung von den Serbinnen. Zähl mal durch. 2, 5, 6 Spielerinnen da vorne postiert. Froms. Gut geklärt von Marujan. Jetzt geht's schnell. Jule Brandt. In der Mitte Schüller. Schüller! Und da ist er drin. Führung Deutschland, 54. Minute nach einer blitzsauberen Umschaltaktion, die präzise zu Ende gespielt worden ist. Also, da ist jetzt eine ganz andere Körperspannung, eine ganz anderer Zug im Kombinationsspiel der Deutschen mit drin. Und Lea Schüller bleibt auf dieser Erfolgsstraße. Ausgangspunkt der Ballgewinn hier von Marujan. Gegen Ivanovic, die den Ball nicht behaupten konnte.
Und dann ging es im Höchsttempo. Gut durchgesetzt, guter Laufweg von Lea Schüller und dann auch noch den Kopfball vernünftig platziert. Ja, den kann sie nicht kriegen, Milica Kostic. Jetzt pfeift sie die Handberührung ab. Da wiederum hätte ich wieder keine Absicht erkannt von Sjuke Nüskern. Freistoß Serbien. War eine exzellente Tennisspielerin, die 20-jährige Frankfurterin Sjuke Nüskern. Deutsche Meisterin im U9 und U10-Bereich geworden. Ist dann aber doch für Fußball entschieden. Auch ihre Schwester übrigens Fußballerin gewesen, jetzt Handballspielerin. Also eine extrem sportliche Familie, muss halt immer nur ein Ball dabei sein. Ah, der Ball kommt durch. Ha, super Abwehraktion von Lena Oberdorf. Gutes Timing, nicht ohne Risiko da im 16er, hat sie aber ein gutes Auge bewiesen. Stark. Filipovic auf engstem Raum. Also mit dem Ball können sie umgehen. Und die Bundestrainerin ärgert sich hier, dass man das nicht anders verteidigt. Ah, hier kommt der Arm von Latwein so ein bisschen im Gesicht von Tajana Filipovic. Ersten Wechsel hier rund um die Deutsche Bank in Vorbereitung. Sophia Kleinherne, die Innenverteidigerin, haben wir gesehen. Und auch Linda Dahlmann. Die offensive Mittelfeldspielerin steht bereit. So, gute Freistoßposition. Jetzt sind wir mal gespannt. Nevena Damjanovic steht bereit und wird es auch machen mit ihrem Linken. Nicht schlecht. Hätte da eher mit Cankovic gerechnet, aber hat sich die Ältere durchgesetzt. Entscheidende Spielphase jetzt. Deutsche Mannschaft also innerhalb von 5 Minuten den Rückstand in eine Führung gedreht. Jetzt dranbleiben, das ist die Devise. Jetzt vor allen Dingen diesen Zug nutzen, dieses Momentum nutzen und die Serbinnen gar nicht erst wieder in das mutige Pressingspiel kommen lassen. Ja. Also zwei positionsgetreue Wechsel. Linda Dahlmann wird für Lina Magull im offensiven Mittelfeldbereich spielen. Und Sophia Kleinherne übernimmt den Platz von Lena Latwein neben Lena Oberdorf in der Innenverteidigung. Viele kleine Unterbrechungen jetzt hier in diesem Spiel. Tajana Filipovic liegt dort am Boden. Nach dem ersten Einsatz von Linda Dahlmann. Foulspiel von der Münchnerin. Die immer neue Impulse gibt, bringt, wenn sie auf den Platz kommt. Großes Lob von der Bundestrainerin. Sehen wir die beiden Treffer noch mal.
Hier nutzt Lea Schüller das Missverständnis in der Verteidigung aus und dann diese exzellente Flanke nach dem Umschaltaugenblick von Jule Brandt, ebenfalls abgeschlossen von Lea Schüller. Also Tor Nummer 17 mittlerweile von der 23-jährigen Spielerin Bayern Münchens. Weiter geht's. Ah, schöne Idee da von Jankovic. Zeigt auch Blagojevic an, aber kleines Missverständnis. So, die Serbinnen wieder vollzählig. Filipovic wieder auf dem Platz nach kurzer Behandlungspause. Freistoß Marojan. Dallmann. Sie macht unser Spiel besser, wenn sie reinkommt. Durch ihre kreative Spielweise. So schätzt das Martina Voss-Tecklenburg ein. Und so hat sich das auch am Samstag auf dem Platz gezeigt. Mit zwei Treffern als Einwechselspielerin erfolgreich gewesen, Linda Dallmann. Wieder Behandlungspause. Ja, Lea Schüller, die zweifache Torschützin, liegt dort im 16er. Also sehr körperbetont, diese Partie. Durchaus von beiden Seiten geführt jetzt. Bekommt dort einen Schlag in den Rücken bei dieser Aktion von Dejana Stefanovic. Aber das geht weiter. Da ist es passiert. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Deutsche Mannschaft den Ballbesitz. Sucht dort Jule Brandt. Gute Ballverarbeitung hier eben von Marojan. Nüsken mit Brandt. Jule Brandt. Also Frequenz der deutschen Torchancen mittlerweile gut. Da geht noch einiges im Verlaufe dieser zweiten Halbzeit. Debritz. Einmal Kopf hoch, gucken, wie sich die Stürmerinnen dort vorne im Raum bewegen. Dallmann, Schüller. Wieder Debritz. Gute Verlagerung. Marojan. Ball läuft gut jetzt. Brandt, Jule Brandt. Und jetzt hat sich Kostic dort am Arm verletzt. Brandt zieht nicht zurück, hat aber auch nicht durchgezogen, sondern überhaupt keine Chance gehabt, dort noch sich selbst abzubremsen. So eng war die Situation. Schauen wir nochmal hin. Schönes Direktspiel. Klasse antizipiert von Dallmann, den Laufweg dort von Jule Brandt. Unglückliche Aktion kann vorkommen. War durchaus noch die Chance da, den zu erreichen. Das sieht auch die Bundestrainerin so. Und ist ganz sicher deutlich zufriedener mit diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit als über die gesamte erste Hälfte. Sein Plan war lange Zeit aufgegangen, aber war klar, dass eine Mannschaft des Kalibers von Deutschland
natürlich Reaktion jetzt zeigen musste. Auch für sie geht's weiter. Das ist die gute Nachricht. Viel, viel Arbeit heute für die medizinischen Abteilungen. Djankovic. Klasse Balleroberung dort in Zusammenarbeit von Dallmann am Ende. Lea Schüller. Kopf hoch, gucken und Jule Brandt. Erarbeitet sich jetzt eine Vielzahl von guten Abschlussmöglichkeiten. Und vor allen Dingen erweitert sie ihren Aktionsradius. Jetzt mal rübergerutscht auf rechts. Das ist gut, das macht das Spiel schwieriger auszurechnen. Hendrich. Debritz mit Kleinherne. Der Nüsken. Jetzt also die Situation, die die deutsche Mannschaft von vielen, vielen anderen Gegnern kennt. Vollversammlung rund um die Strafraumlinie. Die Räume werden eng, die Spielfläche immer weniger. Das bedeutet viel, viel Bewegung ohne Ball, Tempoverschärfungen und Präzision im Passspiel. Gegen Kleinherne. Wer rückt nach bei den Serbinnen? Das wird jetzt etwas weniger konsequent vor allen Dingen durchgeführt. Und so kommt Deutschland zur Balleroberung. Auffällig auch die vielen Positionswechsel im serbischen Spiel. Also auch da wird immer mal die Seite gewechselt. Dann wechseln sich Spielerinnen in der Tiefenstaffelung permanent ab. Hatte die deutsche Mannschaft lange Zeit Probleme mit. Jetzt aber Geschwindigkeitsvorteile hier für Svenja Huth gegen Blagojevic. Sauber gelöst hier eben von Nüsken. Wieder Linda Dahlmann. Linda Dahlmann, die traut sich was. Tick zu hoch angesetzt, diese Flanke für Schüller. Ball noch gut. Missverständnis zwischen Huth und Brandt. Kathi Henrich, deutlich offensiver als im ersten Abschnitt. Kommt natürlich jetzt auch mehr Gelegenheiten. Ball war wohl im Tor aus. Na, die kleinen Fans hier, die jungen Fans halten die Fahnen hoch. Und jetzt hören wir es auch gerade und sehen es hier eingeblendet. Etwas mehr als 1600 Zuschauer. Bisschen mehr also noch als zuletzt im Cottbus. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber wir sind in einer schwierigen Phase, auch im Fußball. Durch die lange Corona-Pause, in der keine Zuschauer zugelassen waren. Dann gilt die 3G-Regel. Im Übrigen vor den Stadion-Toren. Der DFB veranlasst, wieder einen Impfbus hier anzubieten für alle, die sich jetzt noch impfen lassen wollen. Also die Möglichkeit. Hendrich, gute Flanke. Und wieder Schüller, artistisch. Also da ist heute noch was drin bei ihr. Als Zielspielerin, als Strafraumspielerin jetzt eine ideale Abnehmerin, Lea Schüller.
gut gehalten von Kostic. Schöner Seitfalls hier. Bisschen zentral, aber den kann sie da auch nicht mehr gut besser platzieren. Also erster Wechsel jetzt auch bei den Gästen. Orsoya kommt, das ist eine nominelle Außenverteidigerin. Rausgeht Miljana Ivanovic, die im Mittelfeld überwiegend auf der rechten Seite gespielt hat. Ecke Debritz. Deutsche Mannschaft will jetzt dranbleiben und Lea Schüller mit ihrem dritten Treffer. Hattrick hier heute in Chemnitz von der Stürmerin aus München. Also hat da sicherlich auch ein bisschen Glück, aber sie steht da, wo eine Stürmerin halt nun mal stehen muss. Ball prallt ihr genau vor die Füße. Und dann hindurch, durch viele Beine im 5-Meter-Raum. Dritte Mal also in ihrer Karriere, dass sie mehrfach einnetzt in einem Spiel. 4 Tore, 1 gegen Tschechien. Dann der Doppelpack vergangenen Samstag und heute hier der Hattrick. Dann ist die Vermutung auch nicht mehr allzu wagemütig, dass sie zum zweiten Mal nacheinander zur Spielerin des Spiels gewählt wird. Also da bin ich jetzt schon gespannt nachher auf das Interview mit der Bundestrainerin, wie sie ihre Ansprache geführt hat, in welcher Vehemenz. Und wie vor allen Dingen die Spielerinnen das aufgenommen haben. Umgesetzt haben sie auf jeden Fall die Korrekturen bislang prima. Und auch Melanie Leupolz wird gleich ihre Spielzeit bekommen. Gerade eingestellt worden hier an der Seitenlinie von Martina Voss-Pecklenburg. Svenja Huth. Debritz. Dallmann, die genau das mitgebracht hat, was man ihr nachsagt, nämlich frischen Wind. Ihre Einwechslung auf jeden Fall eine Bereicherung. Svenja Huth mit der riesigen Chance zum 4. Tor. In der 73. Minute. Starke Vorarbeit hier auch wieder von Dallmann. Und Kostic verhindert hier Schlimmeres. Hält, wo sie halten kann in dieser Aktion. Da haben wir die Spielerin von Chelsea, Melanie Leupolz. 27 Jahre alt, wird gleich ihr 71. Länderspiel angehen. Ah, direkt mal probiert mit viel Schnitt drin, Sjokonusken. Raffiniert den Ball da reingeschlänzt. Sollte natürlich und das Lattenkreuz. So, Feierabend für Jennifer Marojan. Auch das ein 1-1-Wechsel im Mittelfeld. Also auch die Serbinnen zum zweiten Wechsel hier mittlerweile gekommen. Ilic kommt in die Partie für Tijana Filipovic, die vor allen Dingen in der ersten Halbzeit offensiv sehr auffällig war. Dann aber auch eine Verletzungspause zwischenzeitlich sich nehmen musste, behandelt wurde. Ähnlich wie jetzt wieder Milica Kostic.
das ist die Nummer 2, die sich dort schon mal sicherheitshalber so ein bisschen auf Temperatur bringt. Aber ich glaube, das geht weiter für Milica Kostic. So, knappe Viertelstunde noch hier in Chemnitz. Deutsche Mannschaft wie verwechselt nach der Pause, wie ausgewechselt. Und das war wieder Jule Brandt, die danach ablegen wollte zu Lea Schüller. Der Britz. Aber Damjanovic mit all ihrer Routine. Leupolz, erste Aktion, diesen langen Ball per Kopf abgefangen. Haben wir sie, Melanie Leupolz, Debritz. Und jetzt ziehen sie alle wieder das Tempo an. So muss das sein. Bisschen Glück gehabt, Hemrich. Bisschen Glück gehabt. Und Dallmann. Nächste Chance, Schüller. Da ist er wieder drin. Lea Schüller mit ihrem 4. Treffer heute. Das gelingt ihr also zum 2. Mal in ihrer noch recht jungen Nationalmannschaftskarriere. Also ganz stark hier, dass hier keiner abschaltet. Sie bleiben fokussiert, bekommen die 2. Möglichkeit. Und Schüller mit einem guten Timing beim Kopfball gegen die Laufrichtung. Chancenlos. Kostic dort in dieser Aktion. Also jetzt nimmt das Ganze klare Züge an, erwartbare Züge an. 4-1 deutsche Mannschaft. Sie schaltet auch noch nicht ab. Sie ist immer noch hungrig, Lea Schüller. Macht jeden Laufweg jetzt, vor allen Dingen immer wieder in die Tiefe. Leupolz, Position ist da. Und der ist drin. Das wird ihr gut tun. 79. Minute, 5:1. Also das sind natürlich jetzt die Lücken, die sich dort ergeben, weil die Müdigkeit sich dann doch breit macht mittlerweile in der Mannschaft Serbiens. Können nicht mehr permanent den Fuß reinstellen. Das ist der fortlaufenden Spieldauer jetzt geschuldet. Physisch sehr anspruchsvoll, was sie hier bislang gespielt haben. Und klar, das verliert dann irgendwann an Konzentration die Aktionen. Also Schüller kann raus, Jule Brandt kann raus, Wasmut und Lohmann kommen rein. Was für ein Tag für die Spielerin aus München, für Lea Schüller. 2. Viererpack in ihrer Nationalmannschaftskarriere. So, also auch daran kann man schon. An den Wechseln
bei Martina Voss-Tecklenburg erkennen, dass sie da jetzt auch die Position doch dann immer 1-1 besetzen will. Sydney Lohmann auf der linken offensiven Position jetzt für Jule Brandt und Tabea Wasmut wird dort ins Zentrum rutschen. Gut. Abseitsposition. Ja, deutlich. Ja, wobei auf den zweiten Blick ist es so, dass Svenja Huth jetzt eher das Zentrum besetzen wird und Tabea Wasmut über die rechte Seite Dampf machen soll. Lena Oberdorf bei der WM 2019 in Frankreich. Eine der Shootingstars gewesen, auch wenn die deutsche Mannschaft insgesamt natürlich enttäuschend schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Aber sie war neben Julia Gwin und Clara Bühl eine von diesen frischen, jungen Spielerinnen, die durchaus überzeugt haben in der deutschen Mannschaft. Lena Oberdorf hier auch viele Positionen schon gespielt in ihrer Karriere. Aber jetzt diese Innenverteidiger Position ziemlich sicher innehaben wird, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Ja, kommt sie noch hin? Na, Kostic spielt mit gegen Svenja Huth im Laufduell erfolgreich. Kathi Henrich hat beide Spiele genutzt, hier auf sich aufmerksam zu machen als Idealposition. Rechte Außenverteidigung. Sauber gelöst dort von Oberdorf in Zusammenarbeit mit Dallmann. Debritz. Wieder Oberdorf. Geschehen spielt sich jetzt komplett in Serbiens Hälfte ab. Ah, Flanke erst von der Verteidigerin noch mal scharf gemacht. Da wurde es fast gefährlich. Sarah Debritz wäre da gewesen. Hat darauf spekuliert. Es war Vaida Orsoya, die gerade eingewechselte mit der etwas unkonventionellen Abwehraktion dort. Eckball Debritz. Oh, Sjoke Nüsken. Ganz auch artistisch. Das angedeutet ist ja eher etwas offensiver im Verein unterwegs. Mittelfeld, Sechserposition nennt sie als ihre Lieblingsposition. Aber natürlich ist das eine Riesenchance auch für sie, sich hier als Außenverteidigerin zu profilieren. Angesichts der nach wie vor großen Verletztenliste im deutschen Team. Huth. Damjanovic versucht hier nochmal ihre Mitspielerinnen für die letzten Minuten zu mobilisieren. Das Ergebnis nicht noch höher ausfallen zu lassen, nachdem sie eine Halbzeit lang der deutschen Mannschaft das Leben aber sowas von schwer gemacht haben. Jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Das wird die Geste einigermaßen bedeutet haben. Nüsken. Ah, ist ihr der Ball ein bisschen über den Spann gerutscht. Also die Erkenntnisse für ihn.
für Predrag Grozdanovic mit Sicherheit reichhaltig. Nämlich bezüglich der eigenen Leistungsstärke. Erste Halbzeit viel Positives gesehen. Zweite Halbzeit geht das nur noch über den Kampf hier bei den Serbinnen. Und gerade aus solchen Spielphasen lernt man ja am meisten. Und das gilt es für diese junge serbische Mannschaft mitzunehmen. Ah, festgehalten, weiter geht's. Oberdorf lässt sich da nicht abschütteln. Oberdorf. Hendrich. Viel über die rechte Seite in dieser Schlussphase mit Hendrich. Manchmal Svenja Huth, manchmal auch Tabea Wasmuth. Jetzt Leupolz. Melanie Leupolz, gute Flanke. So, Christina Pantelic steht hier draußen, möchte eingewechselt werden. Na, alle warten auf das Zeichen. Jetzt kann sie kommen, denn Sara Pavlovic verlässt dort hinten den Platz. Regelkonform. Immer an der kürzesten Stelle. So soll es sein. Die deutsche Mannschaft hat das Kontingent längst erschöpft. Auch Svana Stupa darf noch mitmachen, hier ein paar Minuten für die 16-jährige Matijic. Die Torschützin des 1:0, das wird für die 16-jährige tatsächlich ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob es für die Ewigkeit, aber für eine ganze Weile sein. Ja, beschäftigungslos in der zweiten Halbzeit Merle Frohms. Ganz im Gegensatz zum ersten Durchgang. So, das 5:1 hier von Melanie Leupolz. Da hat sie genau die Ecke gesehen, die sie anvisiert hat. Die Lücke war da. Tut dir gut, ganz sicher, gibt dir Auftrieb, auch zu wissen, wenn es da ein Gespräch gegeben hat mit der Bundestrainerin, dass sie sie nicht als erste Wahl im Mittelfeld sieht, aber sie ist nah dran. Lass Mut. Debritz. So hoch angesetzt, die Flanke von Svenja Huth. Keine Chance für Nüsken, daran zu kommen. Nochmal Tabea Wasmuth. Also. Fast eine Doublette zu ihrem Auftritt am Samstag als Einwechselspielerin. Dort noch das letzte deutsche Tor, nämlich das 7:0, markiert. Spielminute 90 ist angebrochen. Klare Angelegenheit am Ende für die deutsche Mannschaft nach einer wirklich signifikanten Leistungssteigerung. Schien doch ein bisschen überrascht über diese forsche, mutige Spielweise der serbischen Mannschaft zu Beginn dieses Spiels.
dann aber vor allem mit einer besseren Ordnung, mit viel mehr Tempo, mit mehr Stringenz nach vorne und vor allen Dingen besserer Bewegung vor dem Ball in die Abschlusssituation gekommen, die vor allen Dingen Vierfach-Torschützin Lea Schüller optimal genutzt hat. Boah, 6 Minuten Nachspielzeit spendiert die Schiedsrichterin hier noch. Gab viele kleine Unterbrechungen, aber 6 Minuten, das ist schon ein gutes Fund. Denn die längere Unterbrechung ist ja schon in der ersten Halbzeit nachgespielt worden. Nun gut, da geht noch was. Asmut, Hut und Lohmann im 16er, Hut, Debritz hatte dafür einen Augenblick abgeschaltet, Nüsken, sichere Beute für Kostic. Jankovic. Ja, deutet hier nochmal ihre technische Finesse an, also feine Fußballerin. Klein gewachsen, unglaublich tiefer Körperschwerpunkt. Ball klebt am Fuß. Aber in der zweiten Halbzeit ging nicht mehr viel. Was Mut. Ja, jetzt wird diskutiert, ob das ein strafbarer Rückpass gewesen ist. Ich hatte auch eher den Eindruck, dass der Ball ihr da vom Fuß getropft ist. Alles Interpretationssache, müssen wir jetzt in der Nachspielzeit nicht mehr lange drüber diskutieren. Nochmal Hendrich, ein echtes Energiebündel dort auf der rechten Seite und das über die gesamte Spieldauer. Das ist die Neu-Wolfsburgerin in diesem Sommer ja aus Hoffenheim zum VfL gewechselt, Tabea Wasmuth. Ihr Debüt genau vor einem Jahr gegeben. Beim 3:0 in Montenegro. 10. Länderspielauftritt heute für sie. Das ist Sarah Debritz in ihrem 78. Länderspiel. Die Kapitänin hier heute. Gut gestört von Nüsken, Ballgewinn im Kollektiv erarbeitet und noch mal eine Angriffssituation kreieren. Holpriger erster Kontakt da in dem Fall von Mijatovic, die jetzt in die Sturmspitze gerückt ist. Ihre angestammte Position hatte ja zuvor Matejic übernommen. Lohmann. Guter Ball. Linda Dahlmann, klasse in Szene gesetzt von Sjoke Nüsken. Fehlte so ein kleiner Haken, um Kostic zu überwinden. Die hier in der zweiten Halbzeit ihrer Mannschaft doch noch einiges gerettet hat. Milica Kostic.
Merle Froms derzeit die klare Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich mit dem Druck, dass auch Almut Schuld nochmal angreift. War ja jetzt zwischenzeitlich nochmal kurz verletzt, hat dann im Verein wieder gespielt. Deswegen hat man sich aber erst nochmal dazu entschlossen, sie nicht zu diesem Lehrgang hier, zu diesem Doppelspieltag einzuberufen. Aber auch an Katrin Berger und Laura Benkert sollen da weiter Druck auf Merle Froms ausüben. Die Chance in Abwesenheit der langjährigen Nummer 1 Almut Schuld in den letzten 2 Jahren aber genutzt. Die Frankfurter Torhüterin. Auch als Führungsperson dort hinten selbstbewusster geworden. Dort nochmal Einwurf Serbien. Letzte halbe Minute läuft jetzt. Deutsche Mannschaft stellt nochmal zu, sucht nochmal die eine Möglichkeit, sollte sie sich ergeben. Kleinherne. Nochmal Leupolz. Und das war's. Also, Schluss hier in Chemnitz. Das ist die Spielerin des Nachmittags gewesen, gerade eben. Lea Schüller.